Und wir betrachten nicht lediglich neue Technologien und die Vorteile für das Gesundheitswesen, sondern was mögliche Risiken sein könnten. Vor allem, was die ethischen, sozialen, moralischen, rechtlichen Auswirkungen neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz, Gentechnik, gentechnisch veränderten Moskitos und so weiter betrifft. Die Frage ist also, wie können Technologien eine sinnstiftende Zukunft für die Menschheit ermöglichen? Und welche Rolle sollten die Menschen in einer zunehmend von Maschinen dominierten Welt spielen? Weißt du, ich erinnere mich an die Situation wahrscheinlich in den 70ern, als im Hafen von Mumbai, der Mazakon-Hafen genannt wird, der erste Kran montiert wurde. Und alle Arbeiter, die Träger, die dort waren, zu streiken und protestieren begannen. Es war ein großer Streik. Denn bislang war die Fracht von Männern entladen worden, die Säcke trugen. Damals hatten die Schiffe ein Fassungsvermögen von 25.000 bis 30.000 Tonnen. Das waren die größten Schiffe. Heute fassen die meisten Schiffe über 100.000 und sogar eine Viertelmillion Tonnen. Sie brauchten also 26 bis 28 Tage, um ein Schiff zu entladen. Und sie gingen in Streik, denn was sollten sie jetzt tun? Was tun wir mit unseren Muskeln? Das ist die Frage. Die Muskeln der Menschen wurden also überflüssig, weil die Maschinen kamen. An alle Frauen, ich möchte, dass ihr versteht, ihr alle seid heute hier, nicht weil eine ernsthafte Evolution im Bewusstsein der Menschen stattgefunden hat, sondern nur aufgrund von Technologie, dass die Muskeln nicht darüber bestimmen, wie groß oder klein man ist. Denn die Muskeln ausschlaggebend dafür wären, wer diesen Ort beherrscht, wäre die Situation immer noch dieselbe. Wir sind also von Muskeln zu Maschinen gewechselt. Nun steht wieder eine Zeit bevor, in der Menschen mit einer gewissen Menge an Informationen, die sie als Bildung, Gelehrsamkeit oder Religiosität oder was auch immer bezeichnen, sie alle fühlen sich bedroht. Das Komische ist, dass sie mich zu allen möglichen Konferenzen zur künstlichen Intelligenz einladen. Ich sage, wieso ladet ihr mich ein? Ich bin nicht künstlich. Sie sagen, nein, wenn das kommt, was wird passieren? Wir werden unsere Jobs verlieren. Ich habe gesagt, das ist fantastisch. Wenn ihr alle euren Job verliert, das ist fantastisch. Denn ich habe mich schon, als ich zur Schule ging, gefragt, wie kommt es, dass jemand, der nur ein Buch ein paar Jahre vor mir gelesen hat, sich so überlegen fühlt? Sie haben nur vor mir ein Buch gelesen, ein paar Jahre früher, das ist alles. Wenn ich 15 bis 20 Jahre früher gekommen wäre, hätte ich das verdammte Buch auch gelesen. Lediglich wegen ein paar Informationen in unserem Verstand treten wir groß auf, genau wie sich Leute mit Muskeln zu jener Zeit aufgespielt haben. Sie waren Könige. Es gab eine Zeit, in der du König wurdest, wenn du große Muskeln hattest. Heute stellen wir dich dorthin, an den Eingang. Das Gleiche wird also auf eine etwas andere Art wieder passieren, denn dein Gedächtnis wird wertlos sein. Das ist eine großartige Zeit, denn heute hat mein Telefon 600 GB Speicher. Es kann 10 Doktortitel am Tag machen. Es hat genügend Wissen, um eigenständig zu agieren. Diese Zeit steht uns also bevor. Das ist fantastisch. Weshalb fürchten wir Technologie? Wir fürchten Technologien wegen der Art von Menschen, die sie bedienen. Das ist ein Problem. Technologie ist eine fantastische Unterstützung. Technologie ist eine große Befreiung von einer Last, die wir in unseren Köpfen herumgetragen haben. Aber wir fürchten dieses Wohlbefinden, weil wir nicht darauf geachtet haben, welche Art von Menschen wir auf diesem Planeten hervorbringen. Wir haben uns darauf nicht fokussiert. Wir haben uns nicht fokussiert. Unser Bildungssystem hat sich nicht darauf fokussiert, welche Art von Menschen wir auf dieser Welt erschaffen. Wir versuchen es mit 5 Ethik- oder Moralvorschriften oder mit tu das nicht, tu das zu richten. Das wird nicht funktionieren. Schon immer hat man das gelehrt und diese Dinge haben nie funktioniert. Und du kannst einen Menschen nicht kontrollieren, indem du ihm sagst, tu das nicht. Wäre da ein Gefühl der Einbeziehung, wie wir bereits besprochen haben, wenn du hier sitzen würdest und jeden von ihnen als Teil von dir erfahren würdest, wirst du von niemandem irgendwelche Regeln brauchen. Du wirst nichts Unnötiges für jemanden anderes tun. Ist es nicht so?
Das ist Yoga. Yoga bedeutet, es besteht eine Einheit mit allem um dich herum. Momentan wissen wir nur das Gedächtnis eines Menschen zu schätzen. Wir werden Maschinen entwickeln, die 1 Million Gigabyte haben, okay? Eure Gehirne werden so viel nicht speichern. Jetzt wird das also wichtig. Eine Zeit kommt, in der menschliches Bewusstsein die wichtigste Sache wird. Eine Sache, die eine Maschine nicht kann, ist Bewusstsein. Welche Art von Mensch du bist, wird also wichtiger sein als der Unsinn, den du in deinem Kopf herumträgst. Ist es nicht eine großartige Zeit? Hallo? Großartige Zeiten kommen. Wir sollten uns also nicht vor Technologie fürchten. Gut, wie du gesagt hast, Gesetze, um sie zu regulieren, das kann man machen. Aber innerhalb kürzester Zeit wird es Technologien geben, um die Gesetze zu umgehen, wie wir immer wieder beobachten können. All diese Jahre dauerte es, wenn ein Gesetz verabschiedet wurde, 15 bis 20 Jahre, um es zu umgehen. Aber eine Zeit kommt, in der man ein Gesetz beschließt und es innerhalb von 3 Tagen umgangen wird. Ja, weil die Möglichkeiten da sind. Es sind also großartige Zeiten, denn keines eurer Gesetze wird funktionieren. Das Einzige, was funktionieren wird, ist, welche Art von Mensch du bist. Dann muss menschliche Energie, menschliche Bildung und alles andere sich darauf fokussieren, welche Art von Menschen wir hervorbringen. Dies sollte höchste Priorität bekommen. Welche Art von Mensch ich bin? Bin ich einbeziehend oder ausschließend? Das ist die grundlegende Frage.